Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kalima TV. Heute widmen wir uns diesem jungen Mann, der letztens gegen Tauhid debattiert hat und meiner Meinung nach auch die Debatte nicht so glanzvoll, verlassen hat. Und der Daniel von Strenggläubig TV, der, aus meiner Perspektive ist ein etwas schlechter Verlierer, denn er tritt jetzt meiner Meinung nach etwas nach und versucht es jetzt irgendwie zu retten, wieso, weshalb er diese Debatte, wie gesagt, nicht so glanzvoll verlassen hat wieder. Er hat hier ein Video aufgenommen. Ich lasse es mal kurz ablaufen und ihr könnt ja dann sozusagen eure eigene Meinung bilden während dieser Zeit und danach gehe ich auf ein paar Punkte ein. Wir lassen das Ganze aber wie immer etwas schneller ablaufen, denn ich kann mir das einfach nicht mehr in normaler Geschwindigkeit alles anhören. So, bitteschön. Der Friede und der Segen des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ich habe eine kleine Herausforderung an euch. Und zwar, beweist mir bitte, dass Tauhid in der Debatte mit mir nur einen historischen Fakt gebracht hat, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt wurde. Des Weiteren frage ich euch, kennt ihr den Begriff Gischgalopp? Ja, wenn nicht, das war die Taktik, die Tauhid in dieser Debatte gebracht hat. Hier oben könnt ihr es einmal lesen, guckt euch einfach den Wikipedia-Eintrag an und ihr werdet schnell merken, dass das genau der Punkt war, den Tauhid die ganze Zeit gebracht hat. Er hat unglaublich viele Halbwahrheiten ohne Kontext gebracht, ohne Beleg, ohne irgendwas. Er hat zum Beispiel, ich gebe euch ein kleines Beispiel, er sagt, hier in Sprüche 12 wird von Jesus prophezeit. In Sprüche 26 steht geschrieben, wer andere eine Grube fällt, fällt selbst hinein. Und da frage ich Daniel, wann hat sich jemand diese Prophezeiung erfüllt, wenn nicht auf Judas und auf Jesus? Die Christen behaupten, dass Jesus das Lösegeld sei für die Sünden der Menschheit. Jedoch steht in Sprüche 21, dass der Frevler als Lösegeld gegeben wird. Da müssen wir uns die Frage stellen, ist Jesus der Frevler oder wurde Judas anstelle von Jesus gekreuzigt? Nächste Seite. In Sprüche 11, Vers 6 steht geschrieben, die Gerechtigkeit der Frommen wird sie erretten. Von was erretten? Von der Not erretten. Und bei der Not von Jesus war das die Kreuzigung. Und in Vers 8 steht geschrieben, der Gerechte wird aus der Not erlöst. Und der Gottlose kommt an seine Stadt. Wer war der Gottlose? Judas. Und der Gerechte wird errettet und der Gottlose kommt an seine Stadt. Eine ganz klare Prophezeiung, dass Judas anstelle von Jesus starb. Das sind die Leute und denken sich, oh, Jesus wurde nicht gekreuzigt, da ist ja in Sprüche schon prophezeit. Dabei wissen die meisten Leute noch nicht mal, dass Sprüche überhaupt kein Buch der Prophezeiungen ist, sondern der Weisheiten. Dort ist keine Prophezeiung zu finden. Aber Tauhid lässt es euch wegen der Flut an Informationen, die er reindrückt, damit ihr nicht mehr mitkommt, so aussehen, als wenn er da die Wahrheit spricht. Aber am Ende des Tages habe ich ihn gestern gefragt, Tauhid, zeig mir bitte doch mal per Telegram, Tauhid, zeig mir doch mal bitte, wo in Sprüche prophezeit wird. Und dann werde ich auch wirklich zum Islam konvertieren. Und dann fragt er mich, wird in Sprüche nicht prophezeit? Das zeigt die ganzen Halbwahrheiten, die Tauhid gebracht hat. Alle Punkte werden widerlegt werden. Wirklich, bis auf den letzten Punkt. Macht euch darauf wirklich gefasst, dass all diese Halbwahrheiten, mit denen er euch überflutet hat, am Ende doch nur eine große Blase aus nichts passiert ist. Ja? Er hat in der Debatte ein paar Punkte gebracht, wo ich nicht direkt darauf antworten konnte. Warum? Weil dieses Gischgalopp eine Art der Psychologie ist, den Gegner zu verwirren, weil ich ihm so viel... Das ist ein rhetorisches Mittel, aber okay, lassen wir das mal so kurz stehen. ...Informationen gebe, wo er gar nicht drauf eingehen kann. In Danikapagen und wenn man dann 10 von diesen Argumenten widerlegt, sagt er, aber du bist nicht auf das eingegangen, du bist nicht auf dies eingegangen. Und am Ende ist der Gegner so verwirrt, dass er überhaupt gar nicht bewusst weiß, an welchen Punkt er angehen muss. Und da hat er mich hingebracht. Das war rhetorisch schlau. Debattiererisch eine Nullnummer, weil er komplett am Thema vorbeigegangen ist. Sagen, dass wir erst einmal mit den Lügen und mit den Widersprüchen anfangen. Und deswegen sage ich euch, guckt euch an, was bedeutet das Wort Gischgalopp, was ist das für eine Taktik, die er da angewendet hat. Und ganz schnell werdet ihr merken, dass alle seine Halbwahrheiten in Luft aufgehen. Wenn jemand wirklich Zweifel hat, dann empfehle ich euch, guckt euch die Debatte nochmal in Ruhe an. Schreibt euch alle Punkte auf, die Tauhid gebracht hat und guckt euch als erstes an, sind das überhaupt wirklich Prophezeiungen? Ja? Trifft das überhaupt im Kontext auf Jesus zu? Oder hat er da die ganze Zeit nur irgendwas erzählt, damit das so aussieht? Ich glaube manchmal, der hat die Bibel-App einfach nur genommen, hat oben Retten eingetragen und hat jeden Vers genommen, hat ihn uns gezeigt. Vers 6 steht geschrieben, die Gerechtigkeit der Frommen wird sie erretten. Von was erretten? Von der Not erretten. Bei der Not von Jesus war das die Kreuzigung. Und in Vers 8 steht geschrieben, der Gerechte wird aus der Not erlöst und der Gottlose kommt an seine Stadt. Wer war der Gottlose? Judas. Und der Gerechte wird errettet und der Gottlose kommt an seine Stadt. Eine ganz klare Prophezeiung, dass Judas anstelle... Nächste Folie. Und am Ende kommt ein Zuschauer vor, boah, guck mal, wie viele Punkte der hatte. Und am Ende konnte der Daniel noch nicht mal antworten. Und dann wird eine Frage gestellt, ohne Kontext, aus Lukas und dann zurückführend auf sein. Aber am Ende des Tages, habe ich die historischen Fakten gebracht, die rabbinischen Fakten gebracht, die außerhistorischen Fakten und die Fakten sogar von den Feinden der Christen.
Er hat nichts gebracht, außer Gischgalopp. Der Friede und der Segen des Herrn Jesus Christus, aber denk mal drüber nach. Also, jetzt habt ihr seine eigenen Worte gehört. Ich habe es mal so stehen lassen, bis auf meine kleine eine Bemerkung. Ja, gehen wir das Ganze nochmal ganz kurz durch. Also, er kommt mit dem Vorwurf, dass Tauhid ein Gischgalopp gebracht hat. Ich habe hier ein wunderbares Buch von Mehdi Hassan, Win Every Argument. Und da wird auch vor dem Gischgalopp gewarnt. Es heißt auf Seite 160, Beware of the Gischgalloper. Da wird ein schönes Zitat gebracht, das möchte ich euch mal an dieser Stelle mitgeben. The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude larger than is needed to produce it. Das ist von Alberto Brandolini, ein Programmierer. Ja. So, also, das heißt, kurz gesagt, die Energie, die aufgewendet werden muss, um diesen Bullshit zu, sich dem zu entledigen, ist größer als diesen zu produzieren. So. Es wird in diesem Kapitel wird darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Donald Trump ein Meister dieser Rhetorik ist. Ja, dass er sich diesem Gischgalopp bedient hat. Wieso, weshalb, warum, könnt ihr gerne selber nachlesen. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber er wird als Beispiel herangezogen. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen an die Substanz von diesem Gischgalopp. So, Gischgalopp meint oder ist, designt worden, um Argumente, also um so zu tun, als hättest du ein Argument, ja, und den Gegner, das ist der Gedanke dahinter oder die Intention dahinter, atemlos zu hinterlassen, in einer Flut von zu untergraben, ihn damit zu überfluten und mit Falschwahrheiten als auch erfundenes Fabrication steht hier. Ich lese mal ganz kurz durch auf Seite 164. That is exactly what Gischgalopp is designed to do in any argument. Also in jeder Debatte. To leave you gasping for air, sunk in a flood of falsehoods and fabrications, drowned in deluge of deflections and distractions. Ja. So, all of which lands like a true load of bullshit, all at once with a splat in a way that's impossible to clean up without getting dirty. Das heißt, der Gegner wird, wie gesagt, überflutet, er hat eigentlich gar keinen Atem und er wird es gar nicht schaffen, sich damit sozusagen dem Ganzen zu entledigen, also sich zu säubern, ohne dass da noch Schmutz übrig bleibt, ja, oder ohne sich schmutzig zu machen. So. Also, jetzt ist aber das Interessante, und das lässt unser Daniel, der hier das Gischgalopp erwähnt, außer Acht. Wer hat es denn erfunden? Ja, wer hat es denn erfunden? Auf Seite 165, ja, mit The Gish Behind the Gallop. The late Duane Talbot Gish was an evolution-denying biochemist who worked as the vice president of the Institute for Creation Research. Also, es war ein Kreationist. Und Kreationisten sind bekanntlicherweise Christen. Genau. So, the Dallas-based pseudoscience outfit has long wanted to mainstream young earth creationism, the Genesis-based religious worldview that says all life on earth was created in 6 days by the God of the Old Testament at some point in the past 10,000 years, with evolution playing no role. So. Also, ein Kreationist, ein Christ, hat diese Methode erfunden, ja. Duane Talbot Gish, deswegen wurde Gischgalopp, ja. So, er hat es erfunden. Er war auch, wie gesagt, dieser Vice President von diesem ICR, ja, Institute for Creation Research, und hat versucht, mit Halbwahrheiten, Fabrikationen, also Erfundenes und so weiter, seine Debattengegner
zu ja, erledigen, mundtot zu machen, indem er halt eben diesen Trick benutzt hat. Und das haben später die Leute herausgefunden. Ja. Gehen wir weiter. Was wird ihm vorgeworfen, diesen Gish, was er bei seinen ja, Argumenten oder in seinen Debatten hat missen lassen? Ja, auf Seite 166 steht's. What was missing from those presentations? Credible evidence. Verifiable facts. Scholarly arguments. Ja, so. Jetzt, mein lieber Daniel, hat denn der Tauhid nicht Evidenzen gebracht? Er hat Quellen angegeben, er hat deine Bibel genommen, er hat aus dem Kanon zitiert, den du auch akzeptierst, als ja, deine Glaubensgrundlage sozusagen ist, ja. Er hat die Quellen alle angegeben, er ist nicht da durchgaloppiert, wie du sagst, sondern er hat sich gut vorbereitet. Klar, du kannst ihm vorwerfen, dass Sprüche natürlich kein, ja, wie soll ich sagen, keine Prophezeiungen in dem Sinne sind, aber wie du selber sagst und auch dein, ja, nicht direkt dein Glaubensbruder, aber Marvin zum Beispiel jetzt schon, angegeben hat, dass es Weisheiten sind. Ja, okay, könntest du ihm sagen, du hast das Wort Prophezeiung falsch benutzt, lass mir das mal so gelten, gut, den Punkt schenkt ich dir, Tauhid, Allahu Alam, ja, schenkt er dir, aber sein Punkt war ja, und das hat er ja angebracht. Er hat gesagt, wenn Jesus dieser Sohn Gottes ist, wenn er ein Gläubiger war, wo auch die Evangelien zugeben, ja, indem sie sagen, Gott hat gesagt, das ist mein Auserwählter, an dem habe ich gefallen, ja, und so weiter und so fort. Und er dieser Verheißene ist, dann gerade muss er doch unter diesem Schutz sein, wovon diese Sprüche und Psalmen und so weiter doch sprechen. Ja, wieso gilt es für einen und gilt für den anderen nicht? Und die andere Frage, und die hat er gut gestellt, wieso, weshalb pickt ihr nur bei dem Psalmen das raus, was euch dann gefällt? Was denn? Und in anderen Versen sagt ihr dann, ja, nee, das ist, guck mal, die Psalmen sind von David, also meint der David sich selber. Zum Beispiel Marvin hat das letztens angebracht. Ein Witz, mein Lieber, ein Witz, ja. Das nehmt ihr dann raus von Davids Psalmen? Nee, das ist dann auf Jesus gemünzt, weil das passt dann ganz gut. Das nennt man Cherrypicking, ja, aber sagt's ihm nicht, ja. Also, Wahnsinn, das ist, ja, wie soll ich sagen, einfach, ja, nicht sauber, ja. Also, das ist jetzt, für mich, I'm sorry, für mich kommt es so rüber, als bist du gerade einfach ein schlechter Verlierer dieser Debatte, ja. Es wäre kein Problem, das sachlich mal aufzuarbeiten, und, vielleicht mal die Punkte vorzubringen, aber ansonsten, wie gesagt, der Tauhid hat auch außerhalb der Bibel auch noch andere Referenzen gebracht. Jeder kann sich die Debatte gerne nochmal ansehen. Von daher, bitteschön. Dann ein anderer Punkt war noch, den er gebracht hat. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, aber wo er sagt, er hätte das Thema verfehlt. Auch darauf möchte ich nochmal ganz kurz eingehen. Lass mal ganz kurz mal gucken. Ah, ne, jetzt sind wir schon fast ein bisschen drüber. Ah, wo ist es denn? Jetzt, wo man es dann gerade sucht, ne? Machen wir das vielleicht mal rückwärts mit den 10 Sekunden. Ah ja, genau, einen Moment, vielleicht können wir es nochmal ganz kurz an. Und da hat er mich hingebracht. Das war rhetorisch schlau, debattiererisch eine Nullnummer, weil er komplett am Thema vorbeigegangen ist. Sagen, dass wir erst einmal mit den Lügen und mit den Widersprüchen anfangen. Also, erstens mal, das war seine Einleitung, ja, und er wollte einfach darauf hinweisen. Also mal ganz kurz gucken. Du bist auf das eingegangen, du bist auf dies eingegangen und am Ende ist der Gegner so verwirrt, dass er überhaupt gar nicht bewusst weiß, an welchem Punkt er angehen muss. Und da hat er mich hingebracht. Also das heißt, auf der anderen Seite, Tauhid hat dich schwindlig geredet oder debattiert. Auch gut, danke. Das war rhetorisch schlau, debattiererisch eine Nullnummer, weil er komplett am Thema vorbeigegangen ist. Hatte die gleichen Zeiten. Also, genau, hat die Bibel Widersprüche. Der Tauhid hat hier den Punkt gebracht und das fand ich auch gar nicht schlecht. Aufgepasst, es muss ja inhaltlich, muss es ja stimmen. Und das darfst du. Du darfst in einer Debatte, wo das Thema ist, und jetzt, also, wie soll ich sagen, du sprichst über Häuser bauen, ja, und er sagt gerade, okay, das Spezialthema aber ist, also untergeordnet, ja, also generell, es wird über Häuser gesprochen, aber
wir picken uns daraus, wie ist es mit dem Dasher bauen, dann kannst du sagen, hey, hör mal zu, prinzipiell als Eingang, du brauchst ein Fundament, damit du überhaupt später dein Dach bauen kannst. Das ist in Ordnung. Das ist legitim. Ja? Und der Tauhid hat hier einfach nur eingangs gebracht, was tun wir, wenn wir Widersprüche finden würden? Also bei dieser Debatte jetzt, die wir führen, was tun wir mit Widersprüchen? Und er hat ein biblisches Beispiel gebracht. Und darüber regst du dich jetzt ernsthaft auf? Ist das nicht ein bisschen künstlich, mein Lieber? Ist das nicht ein bisschen... Es wirkt wie so ein Armutszeugnis, mein Lieber. Ja? Und plus, by the way, du hast bei TikTok schon mehrfach gesagt, er hat dich rhetorisch, hat er die Debatte gewonnen. Das heißt, du gibst eigentlich schon zu, dass er gewonnen hat, aber jetzt versuchst du es noch irgendwie so zu retten und sagst, ja, aber er hat Gischgelob gemacht. Ja, und versuchst jetzt dann mit irgendeinem Schlagwort die Debatte sozusagen, also die Leistung, die Tauhid hier gebracht hat, zu negieren. Und das ist einfach, das ist wirklich schlechter Verlierer. Verbeug dich, ja, wie man es dann im Sport macht, olympische Disziplin, zum Beispiel beim Judo oder irgendwas, gib die Hand, sag Respekt, fertig, geh. Egal, anyway, nächstes Mal wird es besser. Man lernt aus den Fehlern, ja. Im Schach zum Beispiel sagt man, wenn du nicht, soll ich sagen, gegen gute Gegner spielst und auch mal verlierst, wirst du deinen Spielstil nicht verbessern können, ja. Dann wirst du nicht besser, wenn du immer nur gewinnst. Du lernst aus deinen Fehlern. Das ist so ein, das ist eine Weisheit, ja. Und wenn du dann auch noch sagst, Sprüche sind keine Prophezeiungen, alles gut, wie gesagt, bei dir, ja. Aber wenn es Weisheiten sind, dann ist doch die Frage, ist diese Weisheit, findet die keine Anwendung auf Jesus? Ist nicht der Jesus ein Gerechter gewesen? War er nicht der Sohn Gottes? Ja, wird er nicht so genannt? Nein, das ist der einzige Sohn, das ist der Sohn Gottes. Ja, wir alle sind irgendwie Söhne Gottes, metaphorisch gemeint, aber das war der Sohn Gottes, ist nicht dann... Also, wenn von den anderen davon gesprochen wird, von den Normalgläubigen sozusagen, die Söhne Gottes genannt werden, dass die errettet werden und dass eben der Frevler oder wie auch immer, jetzt, ne, ich gehe jetzt nicht so stark auf die Punkte ein, aber einfach mal allgemein gesprochen, wenn die errettet werden, wie viel mehr hat dann Jesus es verdient, nach eurer Logik eigentlich dann, dass er gerettet wird? Und ich rede jetzt nicht nur durch die Auferstehung, ja, Lazarus ist auch wiederbelebt worden, ja, durfte auch wieder auferstehen, und jetzt? Ja, also, aber wir kommen dazu, inshallah, am Freitag werden wir das bearbeitet haben, je nachdem, wann das Video online ist, entweder seht ihr es dann in der, könnt es dann hinterher sehen oder zukünftig, ich weiß noch nicht genau, wann ich es hochlade, aber so viel dazu. In diesem Sinne, das soll es dann auch von meiner Seite aus gewesen sein, barakallahu fikum, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert es, teilt es, das unterstützt die Dawah, inshallah, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, Friede sei mit euch. Willst du Kalima TV bei der Arbeit und Dawah unterstützen und dir so einen gewaltigen Lohn bei Allah sichern? Das kannst du mit Tipeee-Stream mit einer monatlichen Spende. Oder PayPal, wenn du eine einmalige Spende dalassen willst. Mit Amazon kannst du uns auch mit einer Sachspende supporten. Nutze die Chance, um diese wundervolle Arbeit zu unterstützen. Alle Links zu den Spenden findest du in der Videobeschreibung. Barakallahu fikum, möge Allah eure Spenden annehmen. Vielen Dank.